einen schönen Abendstall und ich seh zu mir ein. Ich wollt für uns was kochen bei Musik und Kerzenschein. Das Essen schmeckte prima und ihr Anblick war grandios. Ich fühlte mich sehr cool, aber war noch total ahnungslos. Später schlug ich vor, noch einen Film zu sehen. Liebesfilme wollt sie nicht, das konnte ich gut verstehen. Ich fragte sie darauf, was für Filme sie so mag. Sie sagte am liebsten irgendwas mit Angel Dark. Sie will Hardcore-Filme sehen, das kann ich so nicht nachvollziehen. Sie will Hardcore-Filme sehen. Sie will Hardcore-Filme sehen, das kann ich so nicht nachvollziehen. Sie will Hardcore-Filme sehen. Ich schau mal, was ich da hab, hinten im Regal. Vielleicht mag sie Brianna, oder ist ihr das egal? Sonst hätte ich Paris Hilton noch im Angebot. Oder steht sie mehr auf Fesseln und ist dazu devot? Was hältst du denn von Bukaki? Oder ist das nichts für dich? Lieber auf den Rücken oder doch gleich ins Gesicht? Ihr Anspruch war sehr simpel und sie wollte alles sehen. Und dagegen konnte ich wirklich, nein, wirklich nicht widerstehen. Sie will Hardcore-Filme sehen, das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Sie will Hardcore-Filme sehen. Sie will Hardcore-Filme sehen, das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Sie will Hardcore-Filme sehen. Letztendlich schauten wir Brianna Loves Jenna. Und dieser Film ist wirklich nur etwas für die Kenner. Ihr gefiel, was sie da trieben, und sie setzte sich auf mich. Und dann flüstert sie mir zärtlich, das mach ich auch für dich. Wir werden Hardcore-Filme drehen, die gibt's dann auf YouPorn zu sehen. Wir werden Hardcore-Filme drehen. Wir werden Hardcore-Filme drehen, denn die sind so schön anzusehen. Wir werden Hardcore-Filme drehen. Dankeschön. Points.